Ja, guten Tag. Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, Ihnen heute etwas aus meinem Forschungsumfeld zu berichten. Es geht um die Politik von Wachstumsmodellen. Im Wesentlichen befasse ich mich mit den vier Ländern Deutschland, Italien, Großbritannien und Schweden. Aber ich gehe doch davon aus, dass das, was ich sage, natürlich auch Implikationen für andere westliche Länder hat. Und ich konzentriere mich auf die 15 Jahre vor der Krise. Natürlich ist das, was ich Ihnen heute präsentiere, ausgesprochen allgemein. Ich kann Ihnen keine Details in dieser Kürze der Zeit präsentieren, aber ich sage etwas zu den allgemeinen Trends der kapitalistischen Länder und dann meine ich natürlich vor allen Dingen erstens die Liberalisierung oder Deregulierung. Das sehen Sie natürlich vor allen Dingen, wenn Sie sich den Arbeitsmarkt anschauen oder die Tatsache, dass Tarifverträge zunehmend zurückgehen, dass es auch zunehmend weniger gewerkschaftliche Aktivität ist und gibt und dass man sich zunehmend bei den Verhandlungen konzentriert auf die Ebene der Unternehmen. Und ich meine damit aber natürlich auch den Rückgang des Arbeitsanteils an dem steigenden Gewinnanteil. Das heißt, wir haben hier gewissermaßen eine Verschiebung vom Arbeitseinkommen hin zum Gewinnertrag. Das ist also etwas, was wir ebenfalls als ein zweites Phänomen sehr gut beobachten können. Und dann haben wir zum Dritten unter dieser Überschrift gemeinsame Trends der kapitalistischen Länder die Schwierigkeit aller kapitalistischen Modelle, ausreichend Nachfrage zu generieren. Das gilt insbesondere natürlich für den Bereich Beschäftigung. Und hier wird über die säkulare Stagnation gesprochen. Secular Stagnation ist der Begriff. All das passiert gleichzeitig. Und ich könnte durchaus argumentieren und würde das auch wollen, dass diese drei Phänomene miteinander zusammenhängen. Die Deregulierung oder Liberalisierung hat eine enge Bindung zur Verschiebung in der Verteilung von Einkommen, was wiederum gebunden ist an die Schwierigkeiten der kapitalistischen Modelle zu funktionieren. Hier sehen wir die G7-Staaten vertikal aufgetragen, dann den Arbeitsanteil, also den Anteil des BIP, der auf Arbeitseinkommen zurückzuführen ist, beziehungsweise die Einnahmen Selbstständiger und Freiberufler. Und wenn Sie diese Linien auseinanderziehen, dann stellen Sie fest, es geht tendenziell überall zurück. 1975 war für Japan der Höhepunkt erreicht, 1975 auch für das Vereinigte Königreich. Deutschland war ein bisschen später, was den Peak angeht. In all diesen Ländern haben wir eine Verschiebung bei der Verteilung, die ich angesprochen habe. Das heißt, eine Verlagerung der Einkommen aus dem Bereich Beschäftigungseinkommen hin zu Kapital und Renten. Um zu verstehen, was es mit diesen allgemeinen Trends auf sich hat und was daraus folgt, müssen wir uns jetzt etwas anders orientieren. Das heißt, wir sollten aufhören, die Institutionen zu beschreiben. Das ist ja normalerweise das, was ich in meinem Bereich mache. Also wenn ich mich mit der politischen Ökonomie befasse, dann befasse ich mich natürlich vor allen Dingen mit Institutionen und ihren Konvergenzen. Aber wir müssen uns hier stärker konzentrieren auf den Bereich Nachfrage, Gesamtnachfrage. Das muss zunehmend ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit rücken. Keynes ist damit derjenige, den ich hier ansprechen möchte. Wir brauchen ihn wiederum in unserer Aufmerksamkeit wesentlich stärker, als wir das in der Vergangenheit gehabt haben. Das Problem der Nachfrage sollte also zunehmend ins Zentrum rücken. Kaleski fällt mir dazu ein Ökonom der frühen Nachkriegszeit. Weitgehend übersehen, ignoriert, vergessen heutzutage. Und eine seiner Haupteinsichten war die Idee, dass das Niveau der Nachfrage abhängt von der Verteilung. Das heißt, wenn sich die Verteilung zu weit entfernt vom Arbeitseinkommen hin zum Gewinnertrag, dann haben wir ein Problem, was die effiziente
Gesamtnachfrage angeht. Einkommen wird weniger genutzt, um Waren und Dienstleistungen zu kaufen, sondern um Finanzwerte, Vermögenswerte zu kaufen. Das heißt, wir haben eine höhere Nachfrage nach Vermögenswerten und das hat dann Auswirkungen auf die Erträge und das verändert den Finanzialisierungszyklus, der wirkt. Und dann der dritte Schritt, auch das ist Kaletsky, die Verteilung ist keine Konsequenz der Technologie. Es ist nicht die Technologie, die Technik, die das Einkommen prägt, sondern es ist die Politik, vor allen Dingen die gesellschaftliche Macht. Und für Kaletsky war es die Klassenstärke in meinem Rahmen. Ist es nicht unbedingt die Klassenkraft, sondern eher die sektorale Stärke. Darüber werde ich gleich noch etwas sagen. Wenn wir also jetzt diese Verschiebung haben hin zum Gewinnertrag, weg vom Arbeitseinkommen, haben wir natürlich auch Veränderungen in der Nachfrage und da stellt sich genau das Problem. Und wir stellen im Zusammenhang mit diesem Problem fest, dass fortschrittliche Länder sich anders auseinandersetzen mit diesem allgemeinen potenziellen Problem. Entweder versucht man, einen leichteren Zugang zu Krediten zu gewähren. Man versucht also Nachfrage zu stimulieren, dadurch, dass man den Menschen eher Kredite vermittelt. Auf der anderen Seite gibt es ein exportgesteuertes Modell oder man ignoriert das Problem oder setzt sich einfach nicht mit ihm auseinander. Das heißt, Stagnation ist ebenfalls eine Option als Konsequenz aus dem, was wir beobachten können. Ich differenziere jetzt, und das ganz stark stilisiert, zwischen vier Problemen, also vier Systemen oder Modellen, vier Varianten, wie man sich mit diesem Problem auseinandersetzen kann. Das konsumgesteuerte Programm, das ist Großbritannien, das exportgesteuerte Programm, das ist Deutschland. Dann, interessant, Schweden, das ist sowohl Verbrauch als auch Export gesteuert und dann Italien als weder Konsum noch Export gesteuert und das wäre dann die vierte Option, sich damit auseinanderzusetzen. Ich versuche das mal kurz zu beschreiben auf der Grundlage von ein paar statistischen Daten, damit Sie einen Eindruck bekommen von dem, was das auf Ebene der Länder bedeutet. Hier sehen Sie die Jahre 1994 bis 2007, die 15 Jahre, also vor Ausbrechen der Krise im Durchschnitt der jeweiligen 5-Jahres-Zyklen. Orange, das ist der Beitrag des Nettohandels zum britischen Wachstum, negativ und manchmal sogar sehr negativ. Der Beitrag der Nettoexporte zum italienischen Wachstum, das ist hier rot aufgetragen, ist weitgehend null. Die Exporte haben praktisch keinen Einfluss auf das Wachstum in Italien gehabt. Grün, das ist Schweden, das ist interessant, das ist ein Beitrag, der im Laufe der Zeit zurückgeht. Nach wie vor ist er recht groß. Und dann blau, das ist etwas, was Ihnen bekannt sein sollte, das sind die Nettoexporte und ihr Beitrag zum Wachstum in Deutschland. Zu vernachlässigen in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre und dann davon ausgehend und in der Folge zunehmend wachsend. Also deutliches Wachstum in den 15 Jahren vor der Krise. Wie sieht es aus mit dem privaten Konsum? Auch wir hier wiederum 5-Jahres-Perioden, gelb. Das ist das Vereinigte Königreich, hier ein hoher Beitrag der privaten Ausgaben, der Haushaltsausgaben zum britischen Wachstum. Schweden, auch hier wichtig, der private Haushalt Schweden, da haben wir Wachstum in jeder Hinsicht, blau dann. Das ist Deutschland. Ein zu vernachlässigender Beitrag anfangs. Und am Ende ist dieser Beitrag quasi inexistent. Das heißt, je stärker Deutschland exportorientiert ist, desto geringer wird der Beitrag der privaten Haushalte zum BIP-Wachstum. Italien sieht ein bisschen so aus wie Deutschland.
ein höherer Beitrag Ende der 1990er Jahre, ein kleinerer Beitrag gegen Ende des betrachteten Zeitraums. Heißt, zusammengefasst, Großbritannien und Schweden wachsen schneller als Deutschland und Italien. Großbritannien, verbrauchsgesteuertes Wachstum. Schweden, verbrauchsgesteuert und exportgesteuert. Deutschland, exportgesteuert. Italien, bedauerlicherweise, weil das das Land ist, in dem ich geboren wurde, weder das eine noch das andere. Gut. Ein paar Worte, auch hier wiederum ganz, ganz, ganz schemenhaft nur zu den einzelnen Modellen. Wir beginnen mal mit dem konsumgesteuerten Modell, das ist Großbritannien. Hier haben wir endemische Leistungsbilanzdefizite. Das ist ein Wachstumsmodell, was impliziert, dass man über seine Möglichkeiten hinaus, über seine Mittel hinaus lebt. Das heißt, sie haben eine starke Akkumulation von Auslandsverschuldung und von privater Verschuldung im Land. Sie sehen das gleich noch einmal, wenn ich das in Bildern zeige. Und sie haben damit die Notwendigkeit, ihre Bilanz wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das funktioniert aber nicht wirklich, weil der Rest der Welt ja ihre Vermögenswerte haben will. Ihre Vermögenswerte, die sich in dieser Bilanz verbergen. Warum? Wir haben es hier mit einem großen Finanzzentrum zu tun, nämlich London. Die City of London finanziert sozusagen und spielt damit eine systemische Rolle für das Wachstumsmodell auf internationaler Ebene. Es ist interessant, sich genau dieses Wachstumsmodell anzuschauen, denn konsumgesteuertes Wachstum schafft günstige Bedingungen für die Beschäftigung, was vor allen Dingen den Dienstleistungssektor angeht, und zwar auf mittlerer und unterer Ebene. Das heißt, wir haben hier durchaus ein gesundes Wachstum, was die Reallöhne angeht, auch auf den unteren Einkommensebenen. Das deutsche Wachstumsmodell, exportgesteuert, wie ich gesagt habe, ist quasi das krasse Gegenteil des vom britischen Modell. Sie haben hier einen großen und wachsenden Exportsektor. Sie haben endemische Leistungsbilanzüberschüsse. Sie haben ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Verbrauch und Exporten aufgrund der Preissensibilität der Exporte. Um zu exportieren, müssen sie ja die Binnennachfrage niedrig halten oder zumindest begrenzen, denn sie wollen ja keine Lohnmilitanz. Sie wollen nicht, dass die Nominallöhne zu stark steigen und damit ihre externe Wettbewerbsfähigkeit in irgendeiner Art und Weise beschädigt wird. Das heißt, wir haben hier gewissermaßen ein ausgewogenes Verhältnis, aber die Kosten für dieses Modell sind nicht gleichmäßig verteilt. Im Gegenteil, ich werde Ihnen gleich noch einmal zeigen, dass es hier wirklich Reallohnwachstum gibt. Real, tatsächlich auch vor den Preisen, aber das gilt vor allen Dingen für die produzierende Industrie, wohingegen wir im Dienstleistungssektor im Wesentlichen eine flache Einkommenskurve haben. Und sie haben dann vor allen Dingen typische Beschäftigungsverhältnisse nach den frühen 2000er Jahren. Das schwedische Modell, das ist eigentlich das Modell, was sowohl eine starke Binnennachfrage generiert, als auch eine gute Exportleistung. Warum? Jonas Pontesson, ein Schwede, ein Kollege aus Genf, sagt, dass es Strukturanpassung in Schweden gab, und zwar eine andere als in Deutschland. Schweden hat sich wegbewegt von einer preissensiblen Herstellungskultur. Das ist nach wie vor wichtig, die Herstellungsindustrie in Schweden, aber nicht mehr so wichtig wie in Deutschland. Und wir haben hier vor allen Dingen IT, Hardware, Software und dann vor allen Dingen hochwertige Dienstleistungen, vor allen Dingen Business Services. Und das ist ein Bereich, der weniger Preissensibilität aufweist. Es gibt also weniger die Notwendigkeit in Schweden, die Lohnforderungen im Land selbst zu drücken. Und wir sehen in Schweden damit die Reallöhne wachsen. Und zwar in allen industriellen Bereichen, sowohl in der Industrie als auch in der Dienstleistungsbranche. Nun, Italien, das kann ich kurz abhandeln. Es gab Wachstum in der Vorglobalisierungsphase durch Lohnsteigerungen, die zu mehr Konsum und zu Investitionen geführt haben. Aber die Ökonomie selbst war
sehr stark auf sich selbst bezogen. Nach der Krise gab es keinen alternativen Wachstumstreiber mehr. Den Reallöhnen sieht man das an. Es gibt nur ein geringes Wachstum der Reallöhne. Diese reichen nicht aus, um tatsächlich die Ausgaben zu finanzieren. Es gibt damit aber auch eine nicht ausreichende Expansion der Verschuldung, fiskalische Anpassungen, Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen. Das heißt, es sind nicht nur die privaten Schulden, die wachsen, sondern vor allen Dingen die öffentliche Verschuldung. Denn die nominale Wachstumsrate liegt immer unterhalb der Rate der Nominallöhne, die wiederum basieren auf der Verschuldung. Das heißt, das Wachstum ist flach und damit folgen diese Phänomene. Der Exportsektor ist zu klein. Es wären Strukturreformen erforderlich, um eine Wettbewerbsfähigkeit zu garantieren. Der Exportsektor ist aber gar nicht groß genug dafür. Und die Währungsrate ist ebenfalls nicht wettbewerbsfähig, denn Italien ist Teil des Euro. Und damit ist diese Option als einen Ausweg, ein möglicher Ausweg ausgeschlossen. Hier sehen wir den Exportsektor gemessen am BIP blau, das ist Deutschland. In den 1960er Jahren sah Deutschland nicht anders aus als Großbritannien. Schweden, das ist eine offenere Ökonomie. Das ist aber auch okay, das ist ein kleines Land. Schauen Sie sich mal an, aber wie sich das dann weiterentwickelt. Deutschland wird ebenso exportorientiert wie Schweden, obwohl Schweden ein viel kleineres Land ist. Und schauen Sie dann mal, was mit den beiden anderen Ländern passiert, Italien und Großbritannien. Conclusio hieraus, der Exportsektor ist zu klein, um für Italien Wachstumstreiber zu sein, selbst wenn Italien in der Lage wäre, all die anderen Probleme zu lösen und wettbewerbsfähiger zu werden. Das sind die privaten Schulden. Das ist der andere Treiber einer konsumgesteuerten Ökonomie. Hier sehen Sie Steigerungen zwischen 1995 und 2007. Sie sehen hier wiederum Schweden und Großbritannien, also konsumgesteuerte Länder. Das sind die ganz starken hier. Sie sehen einen Rückgang in Deutschland und ein geringes Wachstum in Italien. Nach der Krise geht der Anteil der Verschuldung als Teil des BIP in Großbritannien zurück, steigt aber weiter in Schweden. Und das ist das Wachstum der Reallöhne. Und zwar sind es die Stundenlöhne, die relativ schnell wachsen in den beiden verbrauchsgesteuerten Ökonomien, Schweden und Großbritannien. Großbritannien bis 2007. Danach ist das Reallohnwachstum dort flach. In Italien ist es quasi nicht existent, ein Wachstum. Und in Deutschland sind die Reallöhne geringfügig gestiegen. Es ist insofern ganz interessant, noch einmal nach Deutschland zu gucken, denn hier haben wir eine spezifische Verteilung der Anpassungskosten. Wir hatten Reallohnsteigerungen zwischen 1947 und 1990 in zwei großen Sektoren. Herstellende Industrie, High-End, also alles außer Kleidung, und Low-End Services, also Einzelhandel, Restaurants, Gastronomie, Hotel und so weiter. Also in diesen beiden Bereichen haben wir ein Wachstum, das mehr oder weniger zusammen mit der Arbeitsproduktivität sich entwickelte. In allen anderen Bereichen haben wir ein stärkeres Wachstum. Das heißt, es wird Produktivität genommen und dann in die Bereiche verlagert, die etwas langsamer sich entwickeln. Und wir sehen das Gleiche zwischen 1991 und 2007. Und dann schauen wir mal, wie sich das in der weiteren Phase entwickelt. High-End Manufacturing Wachstum entsprechend der Arbeitsproduktivität bis Ende 2005. Und dann haben wir hier eine Differenz. Reallöhne wachsen quasi überhaupt nicht mehr weiter im Bereich Low-End Services. Das ist also das Spezifikum des deutschen Arbeitsmarktes.
weswegen die traditionellen Ansätze nicht mehr so funktionieren, wie sie in der Vergangenheit noch funktionierten. Das heißt, die Produktivitätstransfers gibt es nicht mehr. Und das ist auch der Grund, warum die Nachfrage hier so niedrig ist und so einen geringen Anteil hat am Wachstum. Wenn ich noch ein paar Minuten habe, dann würde ich gerne noch etwas sagen über die Politik dieser Wachstumsmodelle. Was ist das Handeln im Hintergrund sozusagen? Ich argumentiere wie folgt. Wenn ein Wachstumsmodell klar identifizierbar ist, also ein ganz klares Exportmodell zum Beispiel ist, wie in Deutschland, dann basiert es auf dominanten sozialen Blöcken. Soziale Blöcke meint eine Koalition von Kräften, zum Beispiel Unternehmen und Arbeitskräfte, Gewerkschaften und so weiter verfolgen ähnliche Interessen, und zwar klassenübergreifend, wenn man so will. Es gibt Bündnisse, klassenübergreifende Bündnisse, wenn Sie so wollen, auf sektoraler Ebene. Nicht in der Ökonomie insgesamt, es ist nicht Kaleski, was ich hier anführe. Aber das Interessante an diesen sozialen Blöcken, an diesen gesellschaftlichen Blöcken, Gramsci ist hier der Stichwortgeber, ist, dass diese sozialen Blöcke legitimierende Diskurse generieren. Das heißt, es gibt Blockinteressen, die manifestiert werden und diese werden präsentiert als Interessen des Landes insgesamt. The Common Good zum Beispiel, um genau den Ausdruck zu nutzen, den Sie hier verwendet haben bei Convoco. Und diejenigen, die nicht Teil des Blocks sind, die anderen Akteure, werden sozusagen einbezogen und ihnen wird vermittelt, das ist unser aller Interesse, das ist unser gemeinsames Interesse. Nun gibt es natürlich Schlüsselsektoren, die hinter den einzelnen Wachstumsmodellen stehen. Und ich möchte hier sagen, dass in den einzelnen Sektoren es bestimmte Bedürfnisse gibt und diese unterscheiden sich. Beispiel: Die exportorientierten Hersteller haben andere Bedürfnisse als diejenigen, die sich im Bereich Finanz- und Bauwirtschaft bewegen. Das sind zwei Schlüsselsektoren, was Großbritannien angeht und das Wachstumsmodell, was ein konsumgesteuertes ist. In einem exportgesteuerten Wachstumsmodell haben wir stärker eine Bindung an Währungsentwicklungen. Das heißt, sie achten stärker auf das, was im Bereich der Währungen passiert. Mit anderen Worten, eine nominelle Wachstumsrate, die fix ist, was den Euro angeht, kombiniert mit gemäßigtem Wachstum und Inflationslevels, die unter anderen Inflationsraten liegen. Das bietet Ihnen dann die Stabilität. Und wenn der herstellende Sektor entsprechend preissensibilisiert ist, dann haben Sie damit eine stabile Grundlage. Wenn Ihre Schlüsselsektoren aber Finanzen, Kredite, Hypotheken und der Bausektor sind, und das waren die Schlüsselsektoren für die britische Wirtschaft, dann sind Sie vor allen Dingen natürlich interessiert an den Zinsen. Die Zinsen sind dann sozusagen Ihr Schlüsselparameter. Sie wollen einen Zins, der niedrig genug ist, um Investitionen im Bereich Immobilien zu stimulieren. Um das kurz zu machen, sage ich, man muss die einzelnen Inflationen voneinander trennen. Sie wollen natürlich weiter steuern, was es an Inflation gibt, aber Sie wollen auf jeden Fall keine Bindung der Immobilienpreise und der dort zu beobachtenden Inflation an die Lohninflation. Natürlich sind sie gewissermaßen gebunden, aber sie wollen sie durchaus ein Stück weit getrennt sehen. Was bedeutet das für Parteipolitik? Die Parteien müssen in der Lage sein, die Anforderungen der einzelnen Wachstumsmodelle zu gestalten oder zu managen. Und dazu braucht es eine Kartellisierung, wenn Sie so wollen, und einen Konsens. Wenn Sie Ihr Modell gut genug kennen, dann haben Sie natürlich eine bessere Möglichkeit zu agieren. Ansonsten entstehen neue Parteien, die genau diesem gesellschaftlichen Interesse entsprechen wollen. Folgendes Problem gibt es mit den Wachstumsmodellen. Die numerische Dimension des Blocks liegt immer unter 50% der Wähler und Wählerinnen. Wenn Sie also Firmen, Unternehmen und
also Arbeitgeber und Arbeitnehmer, zusammenbringen, dann haben Sie bestenfalls 30%. Sie brauchen aber 50%. Wie kriegen Sie 50%? 50%, das erreichen Sie vielleicht zum Teil auch über eine kulturelle Neuinterpretation. Das heißt, Sie müssen bestimmte Wähler und Wählerinnen davon überzeugen, dass das Interesse, was Sie politisch verfolgen, tatsächlich in Ihrem Interesse ist. Oder im nationalen Interesse ist. Aber sie brauchen auch ganz traditionelle Umverteilung. Und hier ist das Problem. Denn sie wollen ja auf keinen Fall, dass die traditionelle Umverteilung in irgendeiner Art und Weise das Wachstumsmodell beschädigt. Soweit. Dankeschön.